Können wir immer noch machen. Machen erstmal nur eine Grundetage, erstmal nur eine. Wir können immer noch erweitern, das ist ja jetzt nicht so, so dramatisch, aber das eine Fenster würde ich gerne noch, würde ich gerne haben wollen. Man kann übrigens auch, achso, das ist jetzt Wooden Building, ne? Es gibt auch tatsächlich Stone Building, sieht dann so aus. Dann gibt's Ornamente, das ist quasi so Clay, also Lehm. Das ist ein Lehmgebäude. Und dann gibt es tatsächlich noch Pagode. Auch sehr schön. Da brauchen wir noch erweitertes Holz und so. Auch schöne Sachen. Aber wir bleiben erstmal beim Standard. Beim Standard bauen. So. Jetzt machen wir da noch ein Dächlein drauf. Kann überlegen, wie wir das machen. Ich bin mit Dachbauen bin ich immer so. Weiß nicht. Ich bin nicht so gut im Dachbauen. Muss ich gestehen, ernsthaft. Ich bin nicht so gut im Dachbauen. Das geht nicht, weil wir erst, glaube ich, genau, wir müssen, glaube ich, das so machen, ne? Wir brauchen Wood. Shit. Wir gehen Wood holen. Wood in the foot. Hatten wir nicht hier noch Holz liegen gehabt? Nee, okay. Dann machen wir mal die beiden hier, die sind eh schon nicht mehr so gut am Aussehen. Commandant Conquer sieht auch nice aus gewesen damals. Ja, stimmt. Also der vierte, der war Mist. Auch lange her, ne? Auch 90er, glaube ich, war das. So, den nehmen wir auch mit. Au. Das ist ein schöner großer Baum. So, die Workbench müssen wir ja auch noch bauen. Das machen wir gleich, wenn wir soweit fertig sind. Ich fand das so krass, wie ich die Workbench im privaten Spiel gebaut habe. Was da alles noch kommt, ne? Das ist. So, hallo? Wir können in die Tür rein. So. Wand. Genau, dann. Decke. Fertig. Juhu. Unser erstes Gebäude ist fertig. Ich würde aber tatsächlich einmal vorne. Hätte ich gerne noch so ein kleines Gitter. Genau, so eine Rampe. Beziehungsweise. Schaut euch das Gebäude mal an. Wie schön das geworden ist. Ich finde das voll cool. Dann brauche ich noch so schmale Treppen. Nein. Und zwar, wo haben wir die denn? Die hier. Dahin und dahin. So, jetzt aber. Voll schön. Unser Haus ist voll cool geworden. Oder? Fürs Erste ist es doch ganz cool. Hier schön mit dem Steg. Schön aufs Meer gucken. Finde ich doch super. So, jetzt müssen wir noch eine Workbench platzieren. Die machen wir hier. Dazu brauchen wir noch 40 Holz. Okay, alles klar. Haben wir noch für die Treppe? Machen wir da eine Treppe hin, weil das so ein bisschen erhöht ist. Vielleicht kommt er da nicht hoch sonst. Bei uns lassen wir noch ein bisschen die Bäume stehen, weil ich möchte nicht, dass es so kahl wird. Kahl! Immer im richtigen Moment drücken. Also das Spiel sehe ich auch ganz weit vorne, wenn ein Multiplayer hätte oder so. Und halt noch deutsche Texte wären noch supi. Ich meine, es geht, so ist es nicht, ne? Aber wegen der Story allein halt, von den Dorfbewohnern und so, ist es bestimmt ganz interessant. Na, das nehmen wir noch mit. So. Den Baum schlachten wir auch aus. Oh, da unten liegt noch Holz rum, haben wir wohl liegen lassen. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles. Eier am Bett müssen wir auch noch platzieren. Da weiß ich aus dem Kopf nicht, was wir brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen. Oh, Wood ist full. Wood. Nehmen wir hier ein paar Dings mit. So. Beeren müssen wir auch mal sammeln hier wieder, ne?
Weil wir essen müssen auch. So. Ist hier noch ein Bärenbusch? Nee, okay. Gut. Dann machen wir mal die Werkbank. Da ist sie. Die schon sehr, sehr groß ist, wie ich finde. Aber ich glaube, sie passt, glaube ich, ganz gut hin. Ich mache sie mal dahin. Und das Bett bauen wir auch gleich mal direkt mit. Und zwar würde ich das vielleicht einfach mal... einfach mal hier am Fensterchen. Da, jawohl. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon neue Sachen. Und zwar Woodpile und Stonepile. Das finde ich halt so heftig. Eine Raffinerie können wir bauen. Brunnen, ein Beet. Und hier Weihnachtssachen. Blueprints. Weihnachtsblueprints gibt es jetzt, weil jetzt Weihnachten ist und so. Immer ein Schmöker, bis gleich. Ja, bis gleich. So, hier können wir, glaube ich, am Bett... Sleep, genau. Setbed. Das Game saved. Und hier an der Werkbank ist so krass Äxte bauen, wie man es halt kennt. Gießkannen, Angel. Das ist halt so großartig. Man kann sogar upgraden, was da alles noch kommt. Das ist so abartig. Eine Fackel wäre ganz geil, aber dazu brauchen wir Kohle. Und wir haben natürlich auch, wie gesagt, neue Blueprints hier. Wenn ich das jetzt baue, das hatte ich im privaten Spiel schon gebaut, das würde ich hier draußen mal eben hinplatzieren. Zeige ich das mal. Ich mache das aber, glaube ich, hier hin. Mache ich das? Oder mache das hier, oder? Ah, da geht das gar nicht. Oder warte mal, wenn ich das... hier vielleicht... das ist halt so gut. Wenn ich das hier so hinplatziere... dann kannst du, und man sieht das halt auch, das ist halt so heftig. Wenn du jetzt hier so hingehst, da kannst du halt hier so dein Holz platzieren. Und man sieht halt auch, dass da Holz drin liegt, das ist halt so geil. Danke für den Follow, ganz, ganz lieben Dank. Krischi, grüße dich. Und vielen Dank. So, ich nehme nochmal Holz mit. Und dann würde ich sagen, würde ich mal gucken, was die Höhle für uns bereithält. War das mal ganz interessant zu wissen. So, ich esse erstmal was. Einmal Beeren rein, nom 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 nom. Wo war die denn? Da unten war die, ne? Gut. Dann lass uns doch mal gucken, was die Höhle für uns bereithält. So. Das sind noch Beeren, die nehme ich noch mit. Ach so. No harvesting im Town. Okay, wir dürfen in der Stadt nichts abbauen. Keine Bäume, keine Sträucher oder so. Wir müssen eben hier rüber. So, warte mal. Die Höhle. Hier unten ist die Höhle. Oh. Map updated. Okay. Drei Punkte, da müssen wir hin. Ja gut, dann gehen wir mal dahin. So, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich grüße dich, hallo. So, gucken wir doch mal. Ah, die Musik ist so ein Traum. Das ist echt voll das gemütliche Spiel. So, nachdem wir da dieses Game hatten. Richtig beruhigend. So, warte mal, wo ist denn das jetzt? Achso, hier oben. Geh mal hier lang. Müsste da, ja, da oben. Ich werde da, glaube ich, mal rüber schwimmen. Ja, man kann auch schwimmen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, was liegt denn hier? Oh, Früchte. Weapon Tier too low. Okay. Ach, krass. Was ist das denn hier? Oh. Oh, 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 da sind Gegner. Frage beantwortet, aua. Sind das Gegner oder was ist das? Hier sind Früchte. Ja, da sind Gegner. Oh, da ist... I, Spinnen, I. Muss das, glaube ich, zerstören. Das sind so, das sind Dings, ne? Das sind so Nester oder so.
geht's denn hier hin? Huch. Oh, eine Cave. Cool. Dungeons gibt's also. Mhm. Keystone Cave. Ach, krass. Ach, komm mal, hier können wir auch abbauen. Ich probiere das mal. Oh nein, da oben läuft schon eine Spinne. Ih. Warum müssen es immer Spinnen sein? Oh, wir kriegen Kohle. Oh, dann können wir eine Fackel bauen. Das ist ja super. Also in Höhlen kriegen wir auch anderen Stuff dann. Das ist ja mega praktisch. Muss man im richtigen Moment drücken. Damit wir ein bisschen stärker abbauen. Level up! So, hier ist nochmal Stone, glaube ich. So, dann kümmern wir uns mal um die Dudes hier. Oh, das sind Pilze. Warte mal, die nehme ich mal mit. Zwei Pilze. Hallo, kommt ihr mal her? Okay, das geht ganz gut. Hier ist noch was zum Abbauen. So. Da können wir uns ja echt mal eine Fackel bauen oder so. Okay, das war nur Stein. So. Na, komm mal her. Was ist das denn da? Okay. Das hat gut funktioniert. Wir räubern mal die Höhle komplett aus. Okay, hier geht's. Ne! Okay, man kann runterfallen. Sehr eindrucksvoll. Habe ich gut bewiesen. Also man kann also auch runterfallen. Vielleicht sollten wir echt eine Fackel gleich mal bauen. An unserer Workbench. Bevor wir die nächste Höhle besuchen. So, was ist das hier? Warte mal. Warte mal. Kann ich es anzünden? Light. Ach krass. Das ist ja cool. Activate. Okay, wir haben den Monolithen activated. Das soll es, glaube ich, auch gewesen sein, ne? Ja, es sieht so aus. Okay. Können wir auch anmachen, aber okay. So, muss mich verabschieden. Hab auch noch viel zu tun. Frohe Weihnachten allen. Schöne Feiertage. Und danke, dass du da warst. Und danke für den Sub. Vielen Dank. Und auch an alle anderen, die schon schlafen gehen. Schlaf gut. Danke fürs Dasein. Und schöne Weihnachten euch allen. Und guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Gibt's hier noch Früchte auf dem Dings? Aber wir haben ja noch so hier diese... Wo waren die denn? Die Früchte, die wir hatten. Hier. Kann ich die... Ach krass, man kann die einfach so draufziehen. Das ist ja cool. Hier so Aprikose. Oh, hier sind noch mehr. Das nehme ich mal mit. Bringt vielleicht ein bisschen mehr zu essen auch. Und wir kriegen Seeds. Können wir die vielleicht bei uns anbauen, die Aprikosen? Das wäre natürlich geil. Na, nicht wegrollen. Deswegen würde ich doch ruhig mal ein paar mehr mitnehmen. Dann können wir uns ja einen Garten anbauen oder so. So. Das ist ein Fass. Warte. Ressourcen. Oh, Metall. Und nochmal Glas. Sehr schön. So, dann würde ich einmal zu uns nach Hause... Wenn ich jetzt weiß, wo das war. Da oben. Wir müssen eh nach oben. Finger nach oben und man wird dich loben. So. Voll schön hier. Ja, hier könnte ich mir vorstellen, dass wir hier leben. Tun wir ja gerade. So. Warte mal, hier muss ja irgendwo unser Haus sein. Da. Dann würde ich mal an die Workbench gehen und mal gucken, wie das aussieht mit einer Fackel. Ja, oh, wir können sogar eine Dings herstellen. Eine Axt. Ich mache erstmal die Fackel. Craft. Cool. Das können wir nicht herstellen. 12 Wood brauchen wir dafür. Würde ich mal machen. Und eine Pickaxe vielleicht. Wir gehen nochmal Wood holen. Wo haben wir denn die Fackel jetzt? Ist die jetzt im Inventar? Ach,
hier, Skill, wir haben 2 Skill Points. Oh, warte mal. Heal plus 25. Oder extra Hotbar Slot. Oh ja, Hotbar Slot ist, glaube ich, gut. Unlock. Und dann haben wir noch einen Punkt. Dann können wir noch hier mehr Damage, 5%. Oder hier unten Heavy Block. Blocking, 20%. Kostet aber 3 Punkte. Resource Fuel, Ressourcen Gathering Damage, 5%. Noch ein Hotbar Slot. Ah, ne, haben wir ja. Ich mache, glaube ich, das Damage mal. Base Damage. Aber wo haben wir denn die Fackel jetzt? Wo hat er denn die Fackel jetzt eigentlich? Mal hier Holz mit. So. Aber haben wir jetzt... Aber wir haben noch eine Fackel gebaut, oder? So, lass uns mal gucken. Vielleicht würde ich hier vorne... Wir haben uns übrigens noch Clay liegen. Können wir auch nochmal abarbeiten. Dann gleich. Das hier nochmal mitnehmen. Weiß auch nicht, wie wir Geld verdienen hier in dem Spiel. Also die Taler kriegen uns auch diesen Backpack zu kaufen und so. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich können wir in der Stadt Sachen verkaufen. Irgendwie sowas. Wird wahrscheinlich funktionieren. Ich sehe gar nichts. Wo sind wir denn? Da. Wie witzig das von der Stadt aussehen muss, so wenn so ein Baum umfällt hinter so einer Mauer. So, was ist denn da los? Gut, dann lass doch mal gucken. Gern wissen, wo... Wir können übrigens auch eine Kiste jetzt bauen, ne? Für Ressourcen und so. Obwohl, wir haben sogar eine Kiste hier unten, sehe ich gerade. Ach, da ist die Fackel. Ach, da sind die Sachen drin. Ach so. Ach, das ist ja krass. Okay. Dann lass mal die Axt bauen. Und dafür brauchen wir noch 3 von diesen Dingern. Die müssen wir aber erst abarbeiten. Okay, und ein besseres Schwert auch. Alles klar. Die Axt würde ich mal tauschen. Dann haben wir jetzt eine bessere Axt. Sehr schön. Und wir haben eine Fackel für eine Höhle. Dann lass mal essen. Mit der 5. Oh ja, bringt mehr Essen. So. Wo ist die Insel? Da oben irgendwo. Wie kommen wir denn da hin? Hier war wohl mal eine Brücke. Was? Ja, ist doch gar kein Problem. So. Wir haben ja Holz hier genug. Also müssen wir erst eine Brücke fertig bauen. Das ist ja krass. Ach, Wood ist full. Okay. Ach so, wir müssen erst die Fiber haben. Fiber. ...50 waren das, ne? Wachsen die Rohstoffe nach? Weißt du das? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, aber könnte ich mir vorstellen, weil sonst wäre die Insel ja irgendwann kahl, ne? Kahl! Das tötet Menschen! Dann sollte ich das mit der machen. Ne, Quatsch, mit dem Messer. Also mit dem Schwert. Ich denke, dass die nachwachsen. Ist ja eigentlich in jedem Survival-Game so, ne? Oder? So, 28, wie viel brauchen wir davon? 20. Okay, Repair. Hä, wie cool. So, jetzt sind wir hier. Achso, hier müssen wir nicht in eine Höhle. Level up. Kohle, Metall, hui. Kommen wir auch rein? Ne, es geht nicht, okay. Ist eine schöne Insel. Hier kann man auch ein Haus drauf bauen. So, jetzt müssen wir ja eigentlich im Prinzip ja nur noch... Dass wir die noch mitnehmen, das Holz. So, 23 haben wir. Komm, wir mal schon einmal hier sind, ne?
vorsichtshalber was mitnehmen. Vielleicht brauchen wir ja nochmal Holz. Aber die Axt macht sich jetzt schon bewährt, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht, wann die kaputt geht. Hat man da irgendwie... Okay, ich weiß nicht, ob die kaputt gehen, die Gegenstände. Das weiß ich halt nicht. Okay, jetzt müssen wir komplett den Strand nach unten laufen und dann müssen wir hier hin.